Nachdem im Jahr 2002 die HTL erfolgreich abgeschlossen habe, habe ich mich entschlossen, ein Studium an meine bisherige Ausbildung anzuhängen. Ich habe an der Fachhochschule in Eisenstadt Internettechnik mit dem Schwerpunkt Softwareentwicklung für verteilte Systeme studiert. Zusätzlich habe ich im Rahmen meines Studiums ein Auslandssemester an der Oulu University in Finnland gemacht. Ja, ganz wichtig zu erwähnen ist auch, dass ich während meiner gesamten Studienzeit nebenbei gearbeitet habe. Zuerst bei einer kleinen Softwarefirma in Wien, dann habe ich von Siemens ein Angebot bekommen, war da zuerst als Praktikant tätig, dann als Werkstudent. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe dann auch von Siemens die Möglichkeit bekommen, meine Diplomarbeit zu schreiben. Ich habe meine Diplomarbeit bei Siemens für Siemens geschrieben. Ja, und nach Siemens bin ich dann zur SAP in die Beratung gewechselt. Ja, ich arbeite bei SAP. SAP ist einer der größten Softwarekonzerne weltweit. Ich arbeite als Berater im Bereich Analytics und EPM. EPM steht für Enterprise Performance Management. Und da geht es inhaltlich darum, Softwarelösungen für internationale Großkonzerne zu konzipieren, damit eine Detailauswertung von den aktuellen Unternehmenskennzahlen und Unternehmensdaten eben möglich ist. Diese Informationen sind für die Unternehmensführung heute sehr, sehr wichtig, denn wir leben in einer sehr dynamischen Wirtschaftswelt. Das Unternehmensumfeld, das globale Unternehmensumfeld ändert sich sehr rasch. Diese Veränderungen kommen auf das Unternehmen als Chance oder als Risiko zu und genau das muss erkannt werden. Und meine Aufgabe als Berater ist es, genau solche EPM-Lösungen zu konzipieren und die Einführung auch zu leiten. Dadurch, dass ich mich auf internationale Großkonzerne in der Automobil- und Ölindustrie spezialisiert habe, bin ich beruflich auch permanent im Ausland unterwegs. Ja, wie beurteile ich heute meine Zeit an der HTL? Auf jeden Fall denke ich sehr gerne meine HTL-Zeit zurück. Ich muss auch sagen, dass ich sehr gerne in die Schule gegangen bin. Für mich war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, die HTL zu besuchen. Noch heute profitiere ich vom Wissen, das mir in der HTL beigebracht wurde, wie Datenbankkenntnisse, Programmierkenntnisse, Projektmanagementfähigkeiten, alles was man in einer Informatik-HTL so lernt. Ja. Was kann ich sagen? Auf jeden Fall würde ich die HTL heute wieder besuchen. Ja, wie schätze ich die Jobaussichten für Informatikabsolventen heutzutage ein? Auf jeden Fall sehr gut. Das klassische Beispiel, dass Informatiker in einer großen Computerfirma arbeiten, das stimmt nur noch bedingt. Natürlich gibt es die klassische Informatik nach wie vor, aber heute gibt es auch einen erhöhten Bedarf an Wirtschaftsinformatikern. Warum, ist auch klar. Es ist für Großkonzerne heute unerlässlich, dass man das Unternehmen, die Prozesse eines Unternehmens entsprechend überwacht, plant und steuert. Und genau dafür bedarf es Software. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite werden Informatiker von der Industrie vermehrt nachgefragt. Da braucht man auch nicht lange überlegen, warum. Wir leben in einer sehr modernen Zeit, wo nahezu in jedem Gerät, ist das ein Auto, sind das Haushaltsgeräte, sind das gesamte Haussteuerungen, Medizintechnik, Energieversorger und vieles mehr, da ist Software verbaut. Und wenn man sich das so ansieht, dann ist das auch eine klare Message. Da wird es zukünftig auf jeden Fall einen Bedarf an Informatikern geben und daher schätze ich die Berufsaussichten oder Jobchancen in nächster Zukunft auf jeden Fall als sehr gut ein. Ja, welchen Tipp kann ich heutigen Schülern oder Maturanten geben? Es gibt sehr viele Bereiche in der Informatik. Da gibt es die klassische Informatik, Wirtschaftsinformatik, technische Informatik und viele weitere Bereiche. Und dadurch, dass die Informatik so breit gefächert ist, dass es so viele unterschiedliche Themenschwerpunkte gibt, würde ich mich schon während der HTL-Ausbildung, während der Schulzeit auf ein Thema fokussieren und spezialisieren. Dafür bieten sie Ferienjobs an, Projekte im Unterricht oder die Diplomarbeiten für die Matura. Also diese Möglichkeiten würde ich auf jeden Fall benutzen. Und ich würde es auf keinen Fall dem Zufall überlassen, in welchem Bereich der Informatik, dass ich früher oder später nach dem erfolgreichen Schulabschluss eben tätig.